Das schlechte Wetter aus den vergangenen Wochen zwingt die Amateurfußballer zum Nachsitzen. Und so auch die Teams der Spielvereinigung Emstetten 05 und dem SC Münster 08. Das Topspiel der Bezirksliga 12 am Mittwochabend im Emstettener Salvo-Stadion begann gleich furios. Ecke 05 durch Bienemann und im Strafraum kommt Ferrara zu Fall. Doch das war wohl mehr ein laues Lüftchen als ein richtiges Vollspiel. Erneut ein Eckball, wiederum Bienemann und Stefan Bettmar schraubt sich am höchsten. Tolle Szene des Emstettener Urgesteins. Münster 08 zu Beginn noch etwas verhalten. Die Standards kein Problem für 05-Schlussmann Nico Minebrücker. Doch Münster hatte nun Gefallen gefunden. Langer Ball auf Alexander Otte und Marco Benzmann klärt ganz unkonventionell. Die Kanalkicker waren nun drin im Spiel und plötzlich sogar mit 1:0 in Führung. Rami Abdelghani schiebt die Kugel ins Netz. Die Proteste auf Emstettener Seite waren groß, ob abseits oder nicht. Auch wir können es nicht auflösen. Der Gastgeber nun gehörig unter Druck, die 08er mit ganz großem Offensivdrang. Knapp 30 Minuten gespielt und Emstetten mal wieder im Angriff. Bienemann aus der Distanz, abgefälschter Ball. Ja, und der klingelt im Netz. 1:1, da gab es keine Abwehrmöglichkeit für Moritz Ostrop im Kasten von Münster. Die Partie nun wieder offen. Maslany marschiert durch die kompletten 08er rein. Und das war Rettung in allerhöchster Not. Thomas und Andreas Höppner ahnten wohl schon, dass noch so einiges auf ihre Mannschaft zukommen würde. Und die Brüder sahen Folgendes. Emstetten über links, die Flanke kommt punktgenau und wiederum ist Bienemann zur Stelle. So dreht man ein Spiel 2:1 für die Spielvereinigung Emstetten. Dann war Halbzeit, doch hier war noch lange nichts entschieden. Die 05 war im Durchgang 2 mit dem besseren Start. Aslany ganz alleine vor dem Tor. Ja, und dann will er es für die Galerie machen. Das hätte die 2-Tore-Führung sein müssen. Emstetten blieb nun am Drücker. Bienemann mit der Ecke. Florian Quabeck ganz frei, aber der Ball rauscht in den vorabendlichen Himmel. In Minute 77 dann wohl die Szene des Spiels. Aslany kommt im Strafraum zu Fall und Schiedsrichter Philipp Werner aus Hamm entscheidet auf Elfmeter. Philipp Spangenberg versteht auf 08er Seite die Welt nicht mehr. Ja, liebe Zuschauer, entscheiden Sie selbst. Ich kann in dieser Szene nichts Regelwidriges sehen. Wie dem auch sei, Bienemann führte aus, die Nummer 10 der 05er, ganz rustikal, sein dritter Treffer an diesem Abend. Doch es zeugte für dieses Spitzenspiel, dass Münster sich nie aufgab. Der Gast warf nun alles nach vorne. 81. Minute, Fabian Stiller hält den Fuß hin. Nur noch 2:3, Aussicht von Münster. Doch liebe Zuschauer, ich nehme es vorweg. Es blieb am Ende dabei. Emstetten gewinnt und bleibt damit ganz dick im Aufstiegsrennen. Ich bin sehr zufrieden, muss sagen, war ein sehr intensives Spiel von beiden Seiten. Münster 08 hat, denke ich, von den Spielanteilen her ähnliche Anteile gehabt wie wir. Wir haben aber die besseren Torchancen gehabt und wenn wir verdient gewonnen haben, dann sicherlich aufgrund der klaren Torchancen. Eigentlich müssen wir es nach dem Wechsel in den ersten 10 Minuten endgültig entscheiden. Das haben wir versäumt und dann wird so ein Spitzenspiel natürlich immer spannend. Kompliment an den Gegner, der auch sehr, sehr stark war und uns alles abverlangt hat. Mit der Mannschaft sind wir insgesamt zufrieden. In der zweiten Halbzeit einen großen Kampf geliefert und unglücklich verloren.
Letztendlich haben wir das Tor nicht gemacht, das muss man in erster Linie sagen. Unglücklich ist natürlich, dass so ein tolles Spiel durch ein Elfmetergeschenk entschieden wird. Verdient und Glückwunsch an MZ trotz alledem, weil haben insgesamt auch mehr Torchancen gehabt, auch vor unserer Drangperiode, dann, die wir dann in den letzten 20 Minuten geliefert haben. Die waren sehr organisiert, sehr gut organisiert, haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet, Bälle natürlich dann auch häufig früh geholt und haben dann nach vorne hin auch durchaus im Kombinationsspiel sehr, sehr gute Ansätze gehabt. Allerdings haben wir hinten so gut gestanden, dass wir, ich sag mal, ganz, ganz klare Chancen nicht so sehr zugelassen haben.